Weil sie uns sehen, ne? Lol, der niedert mich halt raus, ne? Ja, der geht halt nicht down, der Typ, ne? Weitere Feinde entdeckt. Achtung, Granate. Nein! Wo? Lasst jetzt nicht locker! Lasst sie nicht draußen kommen! Mal sehen, wie ihr das schmeckt! Ey, nicht, 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 nicht! Weitere Feinde entdeckt! Oh, ich häng fest. Ich komme nicht raus. Warnung, weitere Feinde entdeckt. Ganz ruhig, Mann. Brandgranat! Wow! Ich kann nicht schießen auf den. Hallo, warum nicht? Mann. Kendall und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobys. Also das ist jedenfalls jetzt mal herausfordernder. Noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ganz hinten war ein Rucksack, ich habe den glaube ich noch gar nicht aufgemacht. Oder hast du den geöffnet und ich bin drüber gelaufen? Nee. Erste Hilfe Set ist da drin. Ah, hier ist noch einer, oder? Ja. Okay, kann ich nicht mehr nehmen. Und Muni? Noch einer drin. Ah, ja, und hin. Jetzt kommt gleich eh wieder Munitionskiste. Da war einer, hast du den nicht gehabt? Hier hinten. Ich weiß nicht, ob da nach hinten einer kommt, aber hier ist doch einer, oder? Das heißt, die hätten den Garten ziemlich verwüstet. Ja. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Gesundheit! What?
den jetzt von hier Headshot, Mom. Das sind ziemlich viele. Wir können ja hier nicht rüber, oder? Ach so. Der Weg zu Kobis führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Hast du noch was gefunden? Oder schießt du noch rüber? Schießt immer noch rüber. Waren alle noch? Ich hab schon noch. Hallo? Cafeteria hier noch offen? Punkt hier nicht weg. Mit dir auch? Da vorne ist aber noch einer. Hier. Oh. Hallo. Ein Wasser. Den Kopf unten halten und Ruhe bewahren. Pass auf, da kommt gleich Gegner, ne? Feinde entdeckt. Oh! Oh lol. Okay, das down. Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Wir sitzen fest! Wir kommen
kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Chill dein Leben! Bist du bei mir noch? Ja, bei mir auch. Alpha-Eskorte, wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Bestätigt! Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Sobald das Dach feindfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Hier ist noch Munition, ne? Benutze es! Weitere Feinde im Anmarsch. Ach so. Du bist nicht mehr. Doch, du bist noch. Tango down! Hast du den großen? Ja. Nice. Ey, wie viel ich den in den Kopf geschossen hab, ne? Ich hab zwei Magazine. Wir haben die Mediziner in Sicherheit gebracht. Kendall und ihren Stab. Keine Verluste. Das war ein guter Anfang, Agent. Ich wünschte, ich hätte Ihnen den Rücken frei halten können, aber wir sind auch so ein gutes Team. Wenn Sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Kendall und sehen, was sie für uns tun kann. Oh, da hat der Cappy für mich noch.
No way. It's a cap. Ah, ist auch Munition hier, oder? Ah. Okay, hier kann man einfach nur positionsmäßig rauf. Aber keine Kiste oder so. Bist du ready, ein bisschen mit Jessica zu flirten? Hyped auf Kendall. Hyped auf Jessica Campbell. Händel. Ne? Waffenhauser sind drei Primärattribute eines Agenten, sie will niemals Waffenschaden, Lebenspunkte und fertig haben. Jo. Jo. Suchen Sie Ausstattung mit den passenden Attributen und mit Waffenschaden und Lebenspunkte. Okay. Jo. Alles klar. Also im Duett abseilen oder was? Auf geht's! Starker Mann. Oh. Erste Hilfe. Jetzt kommen die wieder. Oh, ich bin die ganze Zeit hinter ihnen. Geht. Ja, ist gar nichts. Disrespected uns. Abgeschlossen. Okay. Geh mal rein, ja, ne? Ich muss sie verkaufen. Ja. Versteht mal mit Jessica. Ich frage mich, welchen Trumpf Bliss bei der UNO im Ärmel hat. Hast du eigentlich irgendwas im Lager liegen? Nein. Weil die Waffen am Anfang sind doch noch nicht so toll. Hey, das sollten Sie sehen. Sehen Sie sich ruhig alles an. Vielleicht sind Sie nächstes Mal in Kassel. Was? Das haben wir erledigt. Agent, die Tatsache, dass du nicht tödlich verwundet und bei lebendigem Leib von dir. Nee, mein Satz abgeschlossen habe ich jetzt mal. Deine Fähigkeiten. Vielleicht war es auch nur eine Laune des Schicksals. Die Hauptquest heute mal. In der Klinik rein. Ich habe eine riesen Auswahl. Hey, ja, stimmt. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal, draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Kendall. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß, Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erst mal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott. Das Arschloch. Ich habe ihn mal in der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde. Ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an.
Na gut, dann Prozent Fortschritt nochmal. Nochmal. So, bringen wir mehrere Vorteile. Ja, schlimm wäre es, wenn es umgekehrt wäre. Mit der ersten Ausbau durch. Na, das nenne ich mal eine Verbesserung. Sie sollten das in Rechnung stellen. Ich habe eine Intensivstation hinzugefügt. Jeder fängt mal klein an und jetzt ist es eine Klinik. Endlich genug Personal, um Zivilisten zu behandeln. Wir haben alle Hände voll zu tun. Virenlabor. Hm? Endlich eine Intensivstation. Klinik und Virenlabor. Na, du willst die Leute halt krank machen, um Mula zu machen, ne? Gleichzeitig. Gleich direkt das Virenlabor dabei. Ja. Weil die Punkte kriegst du ja durch die grünen Kämpfe, kriegst du diese Punkte, die du brauchst, um die Sachen freizuschalten. Ich löse mal eine Hose ein. Okay. Bis dann. Was meintest du mit den Punkten? Wenn du brauchst Punkte, um die Station weiter aufzubauen. Ja. Und du wenn du einen grünen Kampf machst, weißt du, die auf der Karte sind, diese Kämpfe. Ja. Kriegst du die grünen Punkte, um halt um die grüne Station aufzubauen. Dann gibt es auch noch blaue Kämpfe und orange Kämpfe und da, so ist es genau bei den anderen. Okay. Hat Ihnen irgendwas gefallen? Gut, dann aufgefüllt noch. Und los geht's. Nein. Ganz schön heftig hier am Schneiden. Und dann ran schon den Kampf. Ah ja, sei schon, ja, gut. Oh, war der was? Braucht Hilfe? Ja, Nahrungsmittel. Willst du oder ich? Ja, kannst du. Das ist perfekt, danke. Meine Hose. Wie geht's so? Ja, ne, wir müssen gar nicht rein. Ich sehe nix! Ach so. Okay. Oh, da ist ein Gegner. LOL! Naja! I'm seeking wounded! Ey, diese Nails, ne? Kill it down! So, das kann ich hier aufnehmen. Oh, haben wir die Kiste hier? Kiste. Ist sie bei dir? Oder? Ja, keine Ahnung. Na dann lass weiter. Oh, hier. Ah.
Pläne. Zwei Plünderer schmieden Pläne für die Zukunft. Also, was wirst du später machen? Wenn das alles vorbei ist, meine ich. Oh, ich leg mir einen heißen Schlitten zu und fahr nach Westen. Und in Cali suche ich mir einen knackigen Typen und zeig ihm, wie wir es an der Ostküste machen. Oh Mann, das wäre ein Ding. Oder die Schnelle aus diesem Film. Die mit den Autos. Ja, der wüsste den Schlitten zu schätzen. Und auch die Lady am Steuer. Einfach vorfahren und jo, Schnittchen, fahren wir eine Runde? Mann, das ist geil. Ich will bloß ein Steak. Was? Mehr nicht? Alle Träume der Welt. Und du willst bloß ein blödes Steak? Ich liebe Steak. Markierte Position in der Nähe. Hier Sparrow 3, over. Wir sind gleich bei Ihnen. Nice. Können wir hier bleiben? Ja, oder? Okay. Storm the front! Die Stumme ist schon hart. Ja. Ah, fuck, der läuft natürlich. Ey, manchmal ist es ein bisschen kacke, die Bedienung, aber was. Oh, hier hinten noch, Mom. Hinter uns, ne? Warnung, Feindkräfte nähern sich. Sparrow 3 hier. Sind an ihrer Position und startbereit. Pisa kommt halt von hinten, ne? Muni? Ah, no, danke, danke. I know, I'm a natural fighter.